to ride my Das Ferry-Dusiker-Stadion in Wien, in Österreichs einziger Bahnrad- und Leichtathletikhalle, steht für mich heute ein großer Auftritt an. Ich werde mich als Bahnradfahrer versuchen und bin von der steilen Neigung der Bahn sehr beeindruckt, um nicht zu sagen eingeschüchtert. Das ist der Mann, der sich heute meiner annehmen wird, gewissermaßen mein Lehrmeister. Ich freue mich sehr, dass Wolfgang Eibeck Zeit für mich gefunden hat. Servus Wolfgang. Servus, hallo. Wie viele solche Anfänger wie mich hast du denn schon unter deinen Fittichen gehabt? Ist da was machbar für mich heute? Ja, also machbar ist auf jeden Fall was. Ich meine, ich habe direkt noch keine Leute gehabt, aber ich sage einmal, ich bin schon so lange im Geschäft und auch immer auf der Bahn und weiß eigentlich, was man beachten muss. Es schaut schon ein bisschen furchteinflößend aus, wenn man sich die Steigung da so zu Gemüte führt. Wie haarig ist das tatsächlich? Ja, wie gesagt, also ich sage einmal grob gesagt, eine bestimmte Geschwindigkeit muss man in der Kurve fahren, ohne damit man runterrutscht. Also je langsamer man fährt, desto gefährlicher kann es werden. Und dann, also wenn man sehr geübt ist, kann man auch langsamer in der Kurve fahren. Aber ab einer bestimmten Geschwindigkeit, dann halten die Reifen immer mehr und dann rutscht man runter und das tut dann ziemlich weh. Du machst mir Mut für den heutigen Tag. Du selbst bist ja ein richtiger Kapazunder, wie man in Wien sagen würde. Du kommst ja quasi direkt von Rio, von den Paralympics jetzt gerade zurück. Erzähl ein bisschen was von deinen Eindrücken in Rio und überhaupt nicht in deiner Karriere. Du bist ja ein richtiger Medaillenhamster, meines Wissens. Ja, das stimmt. Also Rio waren meine 7. Spiele. Ich bin bei 3 Bewerben an den Start gegangen, bin einmal 6. geworden und 2x 8. Und das ist eigentlich für mich zu wenig. Vor allem, wenn man schon Paralympicsieger, zweifacher Paralympicsieger und mehrfacher Medaillengewinner bei Paralympics ist. Eine Karriere wie die von Wolfgang Eibeck wird sich bei mir wohl nicht mehr ausgehen, aber meine Motivation ist groß und sie steigt noch weiter, als ich die professionelle Bekleidung vom Team Nora Pure Sports übergestreift bekomme. Wie kommen wir ins Pedal rein? Du hakelst vorne da ein und drückst dann vorn hakelst ein. Und dann drückst hinten die Ferse runter. Dann macht es einen Klick. Nein, oder auch nicht. Nein, so nicht. Ich sagte so nicht. Ah, jetzt hat's geklickt. Ein bisschen hat's gedauert, aber jetzt bin ich drin. Und siehe da, ich drehe meine ersten Runden. So, ich fahre einmal. Ich muss ja fahren jetzt. Es geht. Gibt ja keine Alternative. Jo, wir sind mit Es fühlt sich richtig gut an, im Dusiker Stadion dahin zu brettern. Allerdings hat es sich im virtuellen Gepäcksträger ein Genosse gemütlich gemacht. Die Angst, das Gefühl, nicht bremsen zu können, ständig treten zu müssen, weil es keinen Leerlauf gibt, ungewohnt und respekteinflößend. Ich fahre gemütliche 20 Stundenkilometer. Um es in den Steilhang zu wagen, müsste ich zumindest 30 km/h drauf haben. Davor ist der Respekt zu groß. Kaum trete ich stärker in die Pedale, fürchte ich, in der Kurve die Kontrolle über das feinfühlige Gerät zu verlieren. Umso größer ist die Bewunderung für meine Kollegen vom Team Nora, bei denen es so aussieht, wenn sie Gas geben. Tag 1 als Bahnradfahrer ist für mich also Geschichte und ich habe frühzeitig wegen technischer Gebrechen abbrechen müssen, weil, das ist jetzt kein Scherz, mir hat der Hintern fürchterlich wehgetan, deswegen habe ich nicht den Schritt in die Steillage gewagt. Wolfgang, ist das normal, dass der Popo so weh tut nach dem ersten Mal? Ja, vor allem wenn man wirklich nie am Rad sitzt und so, dann sind das eigentlich die ersten Anzeichen, also das ist einmal gleich was einmal schmerzt und speziell auf der Bahn dadurch, wenn man einmal umfährt, ist eine sehr einseitige Belastung. Und was wahrscheinlich auch normal ist, ist, dass der Respekt ausgeprägt ist. Hast du bei mir wahrscheinlich auch gemerkt? Ja, man hat es schon gesehen, dass die Angst sehr groß war. Nein, es ist normal, wo es heute schon mal fast dran gescheitert ist, beim normalen. Komme in das Rad rein. Komme in die Pedale rein. Ich habe, wenn ich ehrlich bin, im Vorfeld nicht einmal dran gedacht, weil das sind so Sachen, ich glaube, das braucht man, aber wie gesagt, ja, man lernt nie aus. Hat trotz allem sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir vielmals, dass du Zeit genommen hast. Und jetzt geht's rauf ins Steile für dich. Jetzt sagst du mal, wie man wirklich fährt. Viel Spaß.